Hallo Leute, zu Mickey Speedway USA. Wir waren hier stehen geblieben bei dem flinken Flitzern. Jetzt geht's auch weiter im Amateurmodus. Ich fahre mir jetzt die Strecken entlang. Yeah. Und ich muss mich ja richtig hier kratzen. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt nun mal so. Und jetzt, welche vier Strecken erwarten uns? Ich weiß es nicht, Leute. Das ist das Grande Finale, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und ich spiele jetzt mit Donald. Genau. So, schauen wir mal. So, Bams, erstmal schön hier. Erstmal keinen Turbostand mitbekommen, aber ist völlig egal. Hauptsache, ich kann hier mitspielen. So. Okay, dann nehmen wir das hier erstmal mit. Oh, cool. Sieht ja auf jeden Fall sehr cool aus bis jetzt. Und ich mag es wirklich. Okay. Dann erstmal Bams. Erstmal richtig Turbostadt mitnehmen und dann hier erstmal das Item mitnehmen. Was geht so ab bei dir? Tracer, Tracer. Bams in die Fresse, Junge. So, wo bin ich? Wo bin ich? Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, Leute. So, Bams. Aber ich bin erster, geil. So, ich werde auf jeden Fall erster bleiben. Und Tick, Tick und Track sind im Rennen, glaube ich. Aber jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Aber sie sind wirklich im Rennen dabei. Manchmal. Also wir können den nehmen. Aber ich glaube, ich weiß nicht jetzt, ob die automatisch auch mitfahren würden. Das weiß ich jetzt nicht. Tracer Racer. Geil. So. Wer möchte mich jetzt überholen? Ich bin auf Drogen. Ne, bin ich nicht. So, 29 Sekunden, aber jetzt gebraucht schon 3 Sekunden schneller als davor. Ziemlich gut. Ziemlich gute Leistung, finde ich. Aber man kennt erst die Strecken dann erst nach der ersten Runde. Und ich meine, da kann man mir nicht übel nehmen, wenn ich als die erste Runde voll schlecht fahre. Also eigentlich nicht so schlecht jetzt. Aber jetzt als schneller fahre, wenn ich natürlich die Runde schon kenne und so, ne? Es ist was anderes. Und Racer, Tracer will ich auf jeden Fall jemanden auf die Fresse schlagen. Und naja, haben halt niemanden getroffen. Ist völlig egal, wir sind Erste geworden. Yeah, geilo Mordi. Okay, dann bin ich gespannt, welche nächste Strecke auf uns erwartet. Wir haben bis jetzt erstmal 9 Punkte. Donald ist Erster. Geilo Mordi. Goofy ist Zweiter. Interessanto Mordi. Wer ist der Nächste? Wo ist die nächste Strecke? Auf der Karte sieht es aus, als würde es ein Meer sein. Und wo ist das? Washington DC. Oh, Washington DC. Interessant. Auf jeden Fall eine Stadt, die mich wirklich interessieren sollte eigentlich. Boah, ich kapier gar nichts hier. Okay. Ein bisschen unübersichtlich hier, finde ich. Och, Figi. Das musste jetzt nicht sein, oder? Er hat mich da abgeknallt. Ich Arsch. Komm mal, piss dich, du Arsch. So, Bams. Boah, ich möchte euch abknallen, ihr Wichser. Doch, es gibt keine Anklagebank, ihr Wichser. Und ich bleibe der Angeklagte auf der Anklagebank, man. Okay, komm. Erstmal das hier mitnehmen, Bams. Und erstmal schön Pain Splatcher. Dann erstmal hier so lang fahren, cruisen oder im City BMW chillen. Also in der City mit dem BMW chillen, Bams. Okay, erstmal hier sehr viele Kurven meistern. Oh, der Tennisball, den könnte ich mal gebrauchen. Und ja, das war die Runde. Das war eine Runde. Okay, das ist ein bisschen verwirrend, diese Strecke, aber ich denke, wir kriegen sie hin. Das war ja kein Problem. So, Baseball Chucker. Ich will Spritzer. Spritzer. Das würde ich mal gerne wieder bekommen, also diesen Spritzer da. Oder Paint Splatcher. Nee, das möchte ich nicht. Habe ich überhaupt Jeets angehabt? Also Jeets an. Weiß ich jetzt nicht, ist aber auch völlig egal, weil die eigentlich nichts gebracht haben, glaube ich. Die haben null was gebracht. Finde ich jetzt. Bams. Das war wieder ein Slimer. 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 Der aus Pokémon. Cool. So, dann lässt man hier schon fahren. Racer Tracer. Falls mich einer überholen sollte, aber keiner überholt mich irgendwie. So, war ich jetzt viel schneller? Ja, 4 Sekunden schneller. What the fuck? Was ist denn los mit mir? Oh, da ist ein Tennisball, cool. Ich möchte erstmal diese Münzen da einsammeln. Okay. Da habe ich schon mal 15. 2 wollte ich schon sagen, ey, ich habe 15. Ich dachte, ich habe überhaupt keine Münzen, weißt du? Aber jetzt sehe ich, dass ich schon längst welche habe. Okay, die letzte Runde steht an, Freunde. Also schon länger. Und jetzt möchte ich mich beweisen, dass ich es schaffen kann. Also, ich glaube an mich. Glaubt an mich, Leute, bitte. Nee, Alter, so schwer ist es jetzt nicht. Finde ich jetzt. Weil diese Strecke ist jetzt nicht so unbedingt schwierig, oder? Also ich finde die verwirrend. Beim ersten Mal war sie sehr verwirrend und habe ich jetzt schneller gefahren. Ja, 4 Millisekunden. Korrekt. Ok,
Okay. In der nächsten Strecke geht's weiter. Welche Strecke erwartet uns hier? Jetzt kann man schon 2 Strecken von den 4. Cool. Dann haben wir schon mal 18 Punkte. Goofy hat 10. Also der ist jetzt nochmal Zweiter geworden. Cool. Ist mir aber völlig egal. Ich habe 8 Punkte Abstand zwischen denen und mir. Und das würde ich ausnutzen. Okay. Sieht aus, als hättest du eine Karte von Wiesem bekommen. Ich dachte, wir sind jetzt bei den flinken Flitzern. In die Everglades. Solche Arschlöcher, ey. Alter, gib meinen Pluto her. Wann treffe ich auf die überhaupt? Würde mich mal voll interessieren. Everglades. Okay. Dübs. Dübs. Alter, mit Donald kriege ich nie den Turbostart hin. Warum auch immer. So, dann muss man hier entlang, glaube ich. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt richtig lang gehe. Boah, ich habe keine Ahnung, was ist das für eine Strecke, ey. Die ist sau verwirrend. Also die Wege. Okay, es gibt immer 2 Wege anscheinend. Bams. Genau. Och man, das muss jetzt nicht sein, oder? Ich hätte eigentlich links gemusst. Naja, jetzt kann man auch nichts dagegen machen. Das wissen wir jetzt im nächsten Mal besser Bescheid. So, Bams. Bams. Okay, die Strecke ist eigentlich nur so eine Strecke, also eine normale Geradeausstrecke, nur halt mit mehreren Wegen. Ich kann entweder entscheiden, links oder rechts. Das ist die Frage, Leute. Das ist immer die Frage, Leute, die ihr euch stellen müsst. Und Bams. Okay. Dann haben wir erstmal die erste Strecke durchfahren. 46 Sekunden, okay. So, Bams, muss man das Item mitnehmen. Bams, Bams. Pain Splatter. Falls jemand nach rechts gehen sollte, dann kriegt er das mal einen Pain Splatter in die Fresse. Und dann lassen wir sich hier schön fahren, also das ist richtig schön. So, dann links lang. Genau. Okay, dann haben wir ein bisschen gespeedet hier. Also ein bisschen schneller gefahren, als wenn man durch den Teich. Oder ist das ein Teich? Kann man das schon sehen eigentlich? Also wenn man durch den Teich hier so rast mit diesem Turbo Boost, ist es viel schneller. Natürlich macht auch Sinn. Aber es hat sau viel Zeit in Anspruch genommen, wenn ich halt ohne diese Turbo halt gehe. Seht ihr, 4 Sekunden Abstand, man. 4 Sekunden. 4 Sekunden einfach mal schneller als die Leute. Vielleicht schaffe ich es jetzt noch sogar ein bisschen schneller noch. Das habe ich zumindest. Aber ich denke nicht, dass ich das schaffe. So, Racer, Tracer. Bams. So, schön. Und dann nochmal das hier mitnehmen. Genau. Ich glaube, unsere Münzanzahl geht immer runter, glaube ich, auf jeder Strecke, oder? Kann das sein, dass man immer von vorne anfangen muss, wenn es um diese Münzen geht? Also nach jeder Strecke verlieren wir halt Münzen. Und müssen sie halt wieder dorthin sammeln. Ich habe in der letzten Runde erst 16 gehabt, oder? Und wie viel hatte ich da schon? So, 3. Oh, das war ja viel schlechter als davor. Okay, die zweite Runde war am besten. Okay. Dann geht's gleich zur letzten Strecke weiter. Ich bin gespannt. Die 3 Strecken waren jetzt nicht so übertrieben gut, aber ganz okay, ne? Okay, Bams. Komm, die Wiesel schnappen wir uns. Malibu. Okay. Aber ich glaube, es kommt trotzdem noch was auf uns zu. Also ich glaube nicht, dass das jetzt schon zu Ende ist, das Spiel. Mal schauen, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Würde mich mal auch voll interessieren. So, Bams. Okay, was ist das? Das sind Blätter. Okay. Blätter kann man wegwehen lassen, wenn man auf sie tretet. Okay, diese Strecke ist bis jetzt eigentlich auch verwirrend. Wie jede einzelne Strecke hier. Oh, das ist ja mal richtig cool. Was ist denn das hier? Das ist so eine alte Höhle oder sowas. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Oder nicht? Ich finde das ziemlich cool. Die Idee an sich. Durch eine Höhle oder sowas zu fahren. Ich weiß nicht, ob das Säureminen darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, weil da sind so am Rand so grüne Flecken. Seht ihr auch, oder? Okay. Ist jetzt immer noch sau was. Sau verwirrend. Verwirrend, Leute. Verwirrend bis zum geht nicht mehr. Aber es ist eine interessante Strecke auf jeden Fall. Eine sehr interessante Stelle hier. Also eine sehr interessante Strecke, meine ich. Jetzt mal schauen, wie wir uns anstellen werden. Oh man. Also ich schaffe es nie durchzugleiten, also durch diesen Dingsbums da, also neben dem Sand. Und ich falle immer in den Sand und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht. So, dann gehen wir erstmal hier weiter. Bams.
Dems, genauso. Dann nehmen wir erstmal die Token mit. Dann haben wir schon 14 Münzen. Ja, die Münzanzahl verringert sich auf jeden Fall. Wir hatten ja im letzten Rennen 16 Münzen gehabt. Okay, dann ist meine Theorie richtig. Dass wir immer unsere Münzen verlieren. Nach jedem Rennen. Oder hat man eine bestimmte Münzanzahl am Anfang? Das weiß ich jetzt nicht, Leute. Bams! Okay, bin ich jetzt schneller gefahren als davor oder ein bisschen langsamer? Ne, ein bisschen schneller sogar. Okay. Dann geht ab in die letzte Runde. Die letzte Runde in der letzten Strecke. Ich bin gespannt, Leute, was auf uns erwartet wird. Aber bei Amateur wird uns auf jeden Fall nichts erwarten, weil man muss auf Halbprofi oder auf... Nee, muss man nur auf Halbprofi spielen oder... Nee, ich glaube, man muss auf Profi spielen nur, um halt was zu erreichen. Erreichen. So, Spritzer. So, Bams, geil, Morty. Das hat mir richtig gefehlt, ey. So, Baseball-Checker. Alter, hatte ich nicht genug Abstand schon. Krieg ich einfach noch so viel Abstand da aufgebaut wegen dem Spritzer. So, Baseball-Checker. Genauso. Und jetzt Bams. Oh, wow. Ich hab fast falsch gedriftet und wir haben es geschafft. Wir sind sogar noch schneller gefahren, aber nur wegen dem Spritzer. Okay, dann bin ich mal gespannt, was uns auf uns erwarten wird, wenn ich jetzt... Weil ich jetzt gewonnen habe. Yeah. Wir haben jetzt wieder Shiny. Aber diesmal nur mit Donald. Dümmste Dems. Jetzt geht's zu Professor Eich. Oder Quack. Primus von Quack. Okay. Hey, Mini ist Dritter oder Zweiter oder Erster? Ne, Erster nicht. Dritter oder Zweiter ist Mini. Ne, die ist Dritter. Ach, süß. Mickey Mouse ist gar nicht dabei. Aber Goofy. Der korrekte Typ. Und Donald ist Erster. Okay. Erwartet uns auf uns noch was oder nichts mehr? Weil wir es jetzt geschafft haben, Amateur zu schaffen. Halbprofi mache ich jetzt. Halbprofi und Profi machen wir jetzt noch. Ja. Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Profi und Halbprofi. Haut rein, Leute. Ciao. Bei Mickey Speedway USA.